Moin Moin und herzlich willkommen aus dem Lager des Fußball-Drittligisten Holstein Kiel zu unserer Serie Die Neuen Störche. Mein Name ist Andreas Geidel, an meiner Seite steht ein ehemaliger U17-Europameister, ist jetzt, jetzt zu dieser Saison aus Heidenheim an die Förde gewechselt, Manuel Janzer. Manu, aus aktuellem Anlass und mit Blick auf das Verletzungspech in euren Reihen stellt sich die erste Frage fast von alleine. Wie sieht es bei deinem Gesundheitszustand aus? Du hast ja mit den Adduktoren in letzter Zeit noch ein bisschen zu Probleme gehabt. Wie sieht es da aus? Ja, also letzte Woche haben wir angefangen, ein bisschen die Adduktoren zu zwicken. Und ich habe jetzt eine Woche, bin ich raus aus dem Training gegangen, wurde halt gut behandelt, habe dann Einzeltraining gehabt. Und ja, es ist jetzt eigentlich wieder weg. Ich habe gestern wieder 15 Minuten gespielt, die Adduktoren halten. Und ja, ich denke jetzt, so kann es weitergehen eigentlich, dass ich gesund weiterspielen kann. Das wollen wir mal hoffen. Du bist 2004 aus deinem Geburtsort Aalen zum VfB Stuttgart schon gewechselt, letztes Jahr dann nach Heidenheim. Galt es als Riesentalent, bist du natürlich immer noch. Der ganz große Durchbruch Bundesliga oder Zweite Liga hat nicht funktioniert. Woran hat es nach deiner Ansicht gelegen? Ja, ich bin mit 12 Jahren nach Stuttgart gegangen und habe halt dann auch alle Jugendmannschaften eigentlich fast durchspielt. Und ich habe halt dann auch gesehen, dass viele auf der Strecke auch hängen geblieben sind. Und ich war dann auch von der U13, war ich dann der Letzte, wo nur noch in der zweiten Mannschaft war. Ja, und ich denke, vielleicht war ich auch so ein zu lang bisschen im Verein bei VfB. Und dann wurden immer neue Spieler geholt für den Profibereich. Und ja, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht hat auch das nötige Talent gereicht, nur ein bisschen. Aber ich bin dann nach Heidenheim gegangen und habe da auch in der zweiten Liga schnuppern dürfen. Und genau, da hattest du natürlich auch einen Platzhirsch und wie Marc Schnatterer vor der Nase, irgendwie, das ist natürlich auch nicht einfach, aber 10 Einsätze in der zweiten Liga sind jetzt auch nicht so übel irgendwo. Jetzt ist die große Reise, der große Klimawechsel eingeleitet worden von dir. Dein bisheriges Leben hat sich überwiegend im Schwabenland zugetragen. Jetzt die Reise gen Norden, ist das jetzt Zufall gewesen oder versprichst du dir dadurch, dass du von den heimischen Gefilden dich etwas entfernst, auch noch einen Leistungskick? Ja, wie Sie gesagt haben, ich war eigentlich mein ganzes Leben im Schwabenland und ich war mal hier zum Auswärtsspiel und das war einfach schon weit weg, hat man schon gemerkt, aber ich denke, vielleicht tut es auch vielleicht gut, dass ich mal weg von daheim komme, dass ich mal was anderes sehe und ja, und ein bisschen auch auf mich allein gestellt bin, dass nicht die Eltern gleich vor der Tür dann stehen. Das bringt es manchmal in der Tat und da hoffen wir natürlich ganz doll drauf. Jetzt müssen wir natürlich noch die Probe aufs Exempel machen, das heißt also, wir machen die Dialektprobe. Jetzt musst du mir mal erklären, wie man sich im Schwabenland begrüßt. Da gibt es ja die kuriosesten Vorstellungen hier im Norden. Ja, also im Schwabenland sagt man eigentlich Hallo oder Servus. Also ich habe mal gehört Hanoi oder irgend sowas, gibt es das auch? Oder? Hanoi heißt nein eigentlich. Ach so, nein, okay. Ja. Hanoi. Gut, aber jetzt kommt natürlich die ultimative Probe. Was sagt man denn im Norden? Moin. Also, ja, oder man sagt auch vielleicht manchmal Moin Moin. Oder Moin Moin, ja. Also ich kenne den Unterschied nicht. Wirst du noch kennenlernen, kennen die Norddeutschen manchmal, glaube ich, auch nicht. Also wir drücken dir auf jeden Fall mal die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir das hier in Kiel vorstellst. Ja, Heimauftakt ist ja schon bald. Und dann geht die Sache schon richtig rund los. Ich sage schönen Dank für das nette Gespräch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.